Hallo und herzlich willkommen im Keller. Es ist wieder Zeit für ein Dankeschön-Video. Eigentlich wäre Zeit für zwei Dankeschön-Videos. Allerdings erfordert eins davon, dass ich dafür wirklich in den Wald gehe und das gleich ausprobiere, was ich geschenkt bekommen habe. Ich hoffe, die richtige Person fühlt sich jetzt angesprochen. Es handelt sich um eine Sitzgelegenheit. Und damit sollte auch relativ klar sein, was gemeint ist. Also es ist alles angekommen. Das entsprechende Aufbauvideo dazu habe ich mir angeguckt. Hervorragend, das ist auch wirklich deswegen so toll, weil es auch bensicher gemacht ist. Ich hätte das nämlich wirklich, wenn du mir das einfach so mitgeschickt hättest, ich hätte es nicht kapiert. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung gehabt, was ich damit hätte machen sollen. Also vielen, vielen herzlichen Dank jetzt schon mal vorweg. Alles andere, was im besagten kleinen Paketchen da noch so drin gewesen ist, dazu komme ich dann auch, wenn ich das eben entsprechend aufbaue. Es gestaltet sich nicht so einfach, was auf keinen Fall daran liegt, dass das nicht eine geniale Idee ist, wirklich großartig. Die entsprechenden Baumaterialien auftreiben ist bei mir im Wald wirklich gar nicht so einfach. Ich habe gestern mal ein bisschen rumgesucht. Ich habe lauter nicht gerade Buchenstöcke in der entsprechenden Durchmesserbereich. Das habe ich gefunden, aber die sind halt eben nicht gerade. Ich habe überlegt, ob ich es mit denen versuchen soll, aber ich möchte morgen gern nochmal suchen gehen, ob ich nicht vielleicht doch ein paar gerade Dinger finde, mit denen das auf jeden Fall besser funktioniert. Weil so Bausachen, das hast du hoffentlich ja schon mitbekommen. Ich bin da ziemlich doof. Deswegen also nochmal vielen herzlichen Dank auch für die idiotensichere Bauanleitung und alles weitere eben zu diesem besagten Geschenk würde ich dann im Wald machen. Nur jetzt eben, damit du dich jetzt nicht wunderst, wo denn eben meine entsprechende Reaktion darauf eben entsprechend bleibt. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz großartig und habe mich da wahnsinnig drüber gefreut. So, also alles. Auch insbesondere diese Pfeilkarte ist ja genial. Und das ist selbst gemacht. Also ich habe keine Ahnung, wie man sowas selber machen kann. Also machen wir dann aber im entsprechenden Video. Genial, also wirklich, da freue ich mich enorm drüber. So, was ich noch gekriegt habe, ist dieses Päckchen. Ich habe ein paar Sachen, glaube ich, schon irgendwo im Einsatz. Ich hoffe, ich habe alles wieder reingetan, damit ich jetzt auch alles zeigen kann. Zum entsprechend Dankeschön sagen. Wer mir dieses Täschlein unter anderem geschickt hat, darf sich jetzt in diesem Moment angesprochen fühlen. Also auch da vielen, 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 vielen herzlichen Dank. Und jetzt habe ich sie sowieso schon hochgehalten. Mit dieser Tasche möchte ich anfangen und du siehst, die ist auch schon befüllt. Ich habe mir da, sobald ich diese Tasche hatte, hatte ich quasi 7000 Ideen, was ich jetzt damit anfange. Finde ich wirklich genial. Auch praktisch eben nochmal diese Zusatzösen hier. Damit hält es einfach irgendwie besser am Gürtel und dass die so groß sind, macht das irgendwie nochmal einfacher. Also mit meinem dicken Bundeswehrkoppel, diese Metallklammern, da kann man das wirklich wunderbar durchziehen und das hält bombensicher. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass das so gut hebt. Was ich da jetzt alles schon drin habe, das sind nicht unbedingt Sachen, die du mir jetzt noch mitgeschickt hast, ist jetzt quasi ich nenne es mal Walderlebnis-Set mit verschiedenen Sachen, mit denen man im Wald lustige Dinge anstellen kann. Dazu gibt es natürlich auch noch Videoideen. Das werde ich dann demnächst auch nochmal entsprechend einsetzen und ausprobieren. Und das ist dann halt eben immer in deiner Tasche. So ein paar kleine Dinge, die im Wald hilfreich sein können. Das zum Beispiel ist eine Botanikerlupe. Ich benutze die selten, weil ich mich bei der Baumbestimmung auf Merkmale konzentriert habe, die auch ohne Lupe ganz gut zu erkennen sind. Dabei haben sollte man es allerdings schon, wenn man entsprechend Pflanzenbestimmungen betreibt. Und ich habe die wirklich zu selten dabei und sind noch diverse andere kleine Dinge drin. Aber wie gesagt, das gibt es in Zukunft dann mal irgendwann als Videoreihe, wenn ich da entsprechend Lust zu habe. So, und jetzt sind hier noch viele andere wirklich gar großartige Dinge drin. Und in diesem Fall ist da auch durchaus ein gewisser finanzieller Wert ja mal dahinter. Und da möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ganz dick Dankeschön sagen. Also das wäre jetzt in diesem Ausmaß ganz, ganz, ganz bestimmt nicht notwendig gewesen. Es sind generell keine Geschenke notwendig. Aber da habe ich mich schon wirklich sehr, 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 sehr gefreut. Sehr, sehr, sehr. Tue ich noch. Also, erstmal die 250 Gramm Dose Dosenbrot. Sieht man sie? Nein, man sieht sie nicht. Da hinten steht nochmal eine, aber mein Dosenbrotvorrat wollte ich sowieso neulich mal auffüllen und mir sind diese 250 Gramm Dosen auch erheblich lieber, weil wer Dosenbrot nicht kennt, die haben hier nochmal so einen Deckel und spätestens wenn der offen ist, dann hebt es halt nicht mehr so ewig. Solange es noch in dieser Art und Weise verschlossen ist, hebt es sehr wohl sehr ewig und ich esse das auch total gerne. Also das ist eins meiner Lieblingsbrote, muss ich fast schon sagen. Also gerade im Outdoor-Bereich ganz, 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 ganz toll. Und da freue ich mich also wirklich sehr drüber. Dosenbrot, toll. Dann ein Päckchen Cracking-Kekse. Der Klassiker.
auch nie genug haben, zumal die ja ungeöffnet bis in alle Ewigkeit haltbar sind. Also da habe ich auch noch jede Menge Platz, um die unterzubringen. Daran soll es nicht scheitern. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt demnächst bitte ganz viele Trekkingkekse haben möchte. Nein! So, was ich ganz, ganz toll finde, worauf ich eigentlich, ich habe es jetzt extra noch in dieser Kiste liegen lassen, damit ich nicht vergesse, es dann zu zeigen in meinem Dankeschön-Video. Ist schon wieder ein paar Tage her, dass das entsprechend gekommen ist. Aber ich werde es mir wirklich jetzt dann auch gleich aufstellen, damit ich für nächstes Jahr nicht vergesse. Der Survival 2018 Abreißkalender ist wohl vom, Moment, wo steht's? Wie heißt er? Dave Canterbury. Ich kenne den vom Namen her. Ich habe, glaube ich, mal einmal ein Video mit dem gesehen, habe mich ansonsten mit dem Kerl sehr wenig auseinandergesetzt. Habe hier jetzt auch schon mal ein bisschen reingelesen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich glaube, wir können ja mal eine Beispielseite ansprechen. Hier, Birkenöl. Um Öl aus Birkenrinde zu extrahieren, brauchst du zwei Behälter aus Metall oder Lehm. Einen davon, den Auffangbehälter, gräbst du bis zum oberen Rand im Boden ein, sodass er ganz von Erde umschlossen ist. In den anderen Behälter legst du die Birkenrinde und bohrst ein oder mehrere Löcher in den Boden, durch die das Öl in den Abfangbehälter rinnen kann. Dann stellst du den zweiten Behälter auf den ersten und entfachst um ihn herum ein Feuer. Dadurch wird die Birkenrinde erhitzt, das Öl tritt aus, tropft langsam in den unteren Behälter. Und ich muss sagen, das halte ich für eine ganz hervorragende Beschreibung, eben wie man Birkenteer, Birkenöl, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, gewinnen kann. Ich setze mich mal mit diesem Dave Canterbury jetzt wirklich mal auseinander. Also der ist ja schon bekannter. Also ich habe von dem ja schon häufiger was gehört. Aber irgendwie hat sich der Funke ist noch nicht übergeschnappt auf mich. Vielleicht ist das auch jemand, an dem ich jede Menge rumzukritisieren habe. In diesem Fall habe ich auch jede Menge Spaß. Also egal wie, da bin ich extrem dankbar für, da bin ich richtig, richtig gespannt und ich werde ihn auch wirklich verwenden, eben als Tagesabreißkalender. Ich hatte sowas schon ewig lange Jahre nicht mehr. Finde ich richtig, richtig cool. So, Ohrstöpsel. Tatsächlich vergesse ich ständig, werde ich mir jetzt mal unten in den Rucksack schmeißen. Das ist ja jetzt schon fast Tradition, dass ich mir irgendwas in den Rucksack schmeiße, wann immer ich ein Danke-Video drehe. Der wird langsam voll. Also ich muss jetzt schon teilweise, wenn ich einkaufen gehen will, damit ich auch vernünftige Mengen transportieren kann, schon das eine oder andere wieder rausnehmen und quasi nebendran legen, weil ich zu viel Zeug inzwischen drin habe. Insbesondere Notnahrung und noch ein Kocher fliegt drin rum und Essbitwürfel noch und nöcher und was weiß ich, was da noch alles drin ist. Aber sowas, das nimmt dann wirklich keinen Platz weg. Das kann da ruhig noch unten drin liegen. Das kann auch nicht verrotten oder kaputt gehen, wenn man was Schweres draufschmeißt. Das kommt auf jeden Fall noch rein. Neulich habe ich festgestellt, so langsam habe ich gar nicht mehr so viel Kienspan und da kommen wieder welche. Also auch da vielen herzlichen Dank. Es ist ja nach wie vor so, dass ich bei mir in der Gegend so gut wie nie welchen finde. Einfach mangels Kiefern, Fichten, Kienspan habe ich neulich mal gedacht. Das wäre einigermaßen brauchbarer. Ja, brennt ganz geringfügig besser, stinkt normales Holz, also ist nichts Tolles. Insbesondere dieses Stück hier, das kann man da richtig sehen, das ist ein ganz besonders schönes. Also richtig schön speckig und riecht auch dann auch immer so wahnsinnig gut. Ich glaube, ich lege mir davon einfach mal ein paar ins Zimmer, ich mag diesen Geruch so gerne. Also hier unten im Keller ist ja schön und gut, aber das muss ich glaube ich wirklich mal machen. So, jetzt hast du mir hier so zwei Instant-Kaffees. Ich persönlich bin nicht so der Kaffeetrinker. Das macht aber überhaupt nichts, weil man hat ja dann schon hin und wieder mal ein paar Leutchen im Wald dabei. Zum Teil auch des anderen Geschlechts. Und da bin ich gar nicht böse, wenn ich denen dann auch einen entsprechenden Kaffee mal anbieten kann, wenn es keine Teetrinker sind. Also da bin ich überhaupt nicht böse. Und auf die Idee bin ich jetzt erst übrigens gekommen, dadurch, dass du mir die halt geschenkt hast und nach dem Motto, was fange ich jetzt damit an? Und wer weiß, wann das mal nützlich werden könnte. Ich habe da demnächst Pläne. So, ganz, ganz, ganz genial. Das wusste ich auch nicht, dass das gibt. Finde ich ganz großartig. Sind Tüchlein stichfrei, also Banistol stichfrei, das kannte ich. Das ist also ein Banistol-Anti-Mückenzeug gibt. Dass es das aber auch quasi als Erfrischungstüchlein gibt. Genial. Also das sind so unten in den Rucksack. Auch wieder voll ist. Ist egal, die müssen da rein. Lege ich mir extra nochmal auf ein extra Häufelchen, damit ich das dann nicht vergesse. Ich habe mir jetzt gerade nicht hier, deswegen. So. Dann, ich möchte ja nicht spekulieren, was du beruflich tust, aber Eppendorf-Gefäße
Ist eine geniale Idee, die also auch als kleines Behältnis für irgendwelche, ja, Öl zum Beispiel oder winzige Mängelchen Essig, wirklich für so kleine Snacks, zum Beispiel also als Würzmischung oder sonst irgend oder Salz, Pfeffer, irgendwie sowas. Großartige Idee, da bin ich nie auf die Gedanken gekommen, dass man die Teile dafür zweckentfremden kann. Wer die nicht kennt, das ist so Standard-Laborzubehör, zum Beispiel in Biotechnologie, Biochemie. Ich habe die heute größtenteils benutzt, um irgendwie DNA zu isolieren. Also sprich, da kommt dann so eine Schlonze rein. Und dann stellt man das Ding in die Zentrifuge und das schleudert man dann ein wenig, dann setzt sich die DNA unten ab und den Rest von der Schlonze pipettiert man dann runter mit der Pipette und holt dann die DNA wiederum raus und die packt man dann in die Polymerase-Kettenreaktion und Polymerase Chain Reaction, PCR, um das Ding zu vervielfältigen und dann kann man alle möglichen lustigen Sachen wie Gel-Elektrophorese damit machen und so weiter und so fort. Also da kenne ich die hauptsächlich her, die kleinen Eppendorf-Gefäße, auch Eppis genannt, glaube ich. Wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, ne? Dann möge man mich korrigieren. Und das ist ein ganzer Haufen. Großartige Idee, wirklich. Also da bin ich gar nicht, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Dann haben wir hier noch solche hier. Ich glaube, die haben auch einen Namen. Den weiß ich aber jetzt nicht auswendig. Und klar, gleiche Anwendung, mehr Platz. Also auch definitiv super praktisch. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man da sich Spiritus reinfüllen kann. Also gerade für Spiritus ist das Erste, was mir eingefallen ist. Weil so von der Menge her, das ist gerade so ein kleiner Brennvorgang quasi, so von einer Tasse heißes Wasser oder was. Also das wäre sicherlich auch eine gute Idee. Oder sogar Benzin, so quasi mal ein kleines bisschen Ersatzbenzin für den Benzinkocher mitnehmen möchte, zwei so Teile voll. Das reicht auch schon nochmal für, je nachdem für welche Jahreszeit, fast eine Mahlzeit. Ganz, ganz toll. Also auch da vielen herzlichen Dank. Jetzt lag es zwar ganz unten, aber ich möchte jetzt trotzdem gleich darauf eingehen. Und das ist natürlich jetzt so kaffeetechnisch zum Frauen beeindrucken. Das Nonplusultra. Also da freue ich mich auch wahnsinnig drüber. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich begriffen habe, wie dieses System eigentlich funktioniert. Also wer das nicht kennt, da ist quasi, man kann es hier in der Mitte so ein bisschen sehen, da ist quasi ein Kaffee. Filterbeutel in der Mitte von diesem Ding drin. Und wenn man das Wasser hier oben, also wenn man den aufreißt und oben Wasser reinkippt, dann landet das quasi in diesem Filterbeutel, läuft dann nach unten durch. Der Kaffee sammelt sich dann im unteren Bereich der Tüte und den kann man dann über einen separaten Kanal hier oben durch den Ausgießer dann ausgießen, ohne dass der nochmal mit dem Material im Kaffeefilter irgendwie in Verbindung kommt, wenn ich das richtig begriffen habe. Und ich könnte mir vorstellen, also für große Kaffeeliebhaber ist das natürlich nochmal ein ganz anderer Level. Riecht gefühlt auch so ein bisschen jetzt schon, sehr kaffeemäßig. Ist das ein ganz anderer Level eben an Kaffeegenuss als so ein, nicht, dass die schlecht wären, wo habe ich sie hin? Die Instant-Kaffeesticks da und so weiter und so fort. Also da bin ich gespannt auf die Meinung derjenigen, die da als Testmodell herhalten muss. Nee, aber das ist wirklich super. Also auch das kann ich wirklich hervorragend brauchen. Da freue ich mich richtig drüber, auch wenn ich es nicht selber trinke. Es ist ja oft, das müsstet ja gerade ihr Schenker hier immer irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, dass wenn man sowas jemandem anbieten kann, und zwar, das macht ja auch Freude. Ne? Also gerade ihr Schenker sollte das ja vielleicht ganz gut nachvollziehen können. Ah, das ist toll. Was auch genial ist und was ich auch sehr praktisch finde, da steht auch drauf, wo man das herbekommt. www.scharfeszeug.de sind so Beutelchen, da ist ein ganzer Haufen. Ich vermute mal, das ist einfach Chili-Pulver. Ich habe es noch keinen ausprobiert. Hey. Könnte eigentlich heute Abend was essen, wo, ja, ich stecke mir einen in die Hosentasche. Genial, weil mir fehlt auch eben wirklich bei meinem Gewürzportfolio, was ich an Gewürzen so mitschleppe, Salz, Pfeffer. Das kriegst du ja in so kleinen Beutelchen bei McDonald's oder Burger King oder sonst wie. Da hole ich mir immer ein paar, die kommen dann auch nicht unten in den Rucksack, da gehen sie kaputt, aber in diverse Hosentaschen, Jackentaschen, ins Kochgeschirr, nochmal unten rein, irgendwo reinstopfen und so weiter, habe ich an diversen Stellen rumliegen. Ich glaube, sie sind derzeit sogar alle, muss ich mir demnächst mal wieder welche holen. Gut, dass ich da dran denke. Also Memo an mich, hol dir mal wieder sowas.
Und da ist halt echt noch Chili wirklich eine super, super, super Ergänzung. Ich finde, das ist auch eines der wichtigsten Gewürze, die man outdoors dabei haben sollte. Weil gerade wenn es so kalt ist, dann was Heißes, Scharfes, wo die Nase so richtig schön läuft und man sie dann mal wieder ordentlich frei bekommt. Das ist zwar nicht besonders appetitlich, aber hilft. Darauf kommt es am ehesten an. Man geht ja nicht raus, um gut auszusehen. Auch genial, und da habe ich jetzt sogar mal recherchiert, wo man die herbekommt, habe ich nämlich entdeckt, sind Instant Energy Drink Röhrchen. Und zwar, ich habe ja schon öfters mal auch erzählt, dass ich relativ gut auf Koffein reagiere, haben die, also die sind für 250 Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten. Erstens mal, schmeckt das dann nach was? Das ist ja auch immer wichtig bei mir. Und zweitens, haben die auch einen relativ hohen Koffeingehalt? Moment. Wo steht's? Auf einem von beiden stand's drauf. Ja, 32 Milligramm pro 100 Milliliter. Das ist schon ordentlich, ne? Also für so einen kleinen Stick ist das echt nicht schlecht. Also da, wenn man das dann nach Zubereitungsvorschrift zubereitet, hat man fast 100 Milligramm Koffein in eben so einem relativ kleinen, in so einem relativ kleinen Getränk drin. Und das ist schon beeindruckend. Also da, ja, da bin ich durchaus positiv überrascht. Ich denke, ich kann es dazu sagen, da hast du bestimmt nichts dagegen. Also kriegen tut man die auch bei ASMC, wenn das was sagt. Wem das nichts sagt, der kann mal Google fragen. So, dann, und auch wieder so eine relativ witzige und geniale Sache. Ich stehe ja auf so nettes Zeug. Das haben ja jetzt mittlerweile wirklich alle, die Danke-Videos auch irgendwann mal einmal angeguckt haben, mitbekommen. Demzufolge kenne ich und liebe ich von früher auch noch das Yps-Heft. Das Yps-Abenteuerhandbuch. Und das ist erstaunlich gut. Ich habe mal reingelesen mit einem Vorwort von Rüdiger Nehberg. Das ist ja mein persönlicher Survival-Papst. Also nicht nur meiner, sondern er ist generell der Survival-Papst, der Deutsche. Noch. Da kommen ja jetzt so diverse krasse Typen hinterher und so weiter und so fort. Aber was der Nehberg im Laufe seiner Karriere schon alles für einen Unsinn angestellt hat, das soll mal erstmal irgendjemand ihm nachmachen. Und ja, tolle Kleinigkeiten. Teilweise auch so Sachen, die man echt nicht in so einem kleinen Futzelbüchlein vermuten würde. Ich bringe auch hier mal ein Beispiel. Direkt über dem Cambium. Direkt über dem Holz liegende innerste Rindenschicht. Man kann sie abschaben, kochen und essen. Sehr nahrhaft, wenn im Frühjahr die Säfte den Baum aufsteigen. In den Bäumen aufsteigen. Ja, das ist nur leider völliger Schwachsinn. Also der erste Teil stimmt. Stimmt auch nicht. Direkt über dem Holz liegende innerste Rindenschicht. Das Cambium ist keine Rindenschicht, das ist das Cambium. Zweitens, man kann sie abschaben, kochen und essen. Das stimmt, das ist korrekt. Sehr nahrhaft, wenn im Frühjahr die Säfte in den Baum aufsteigen. Quatsch, weil die Säfte, die im Frühjahr im Baum aufsteigen, ist Wasser. Und das steigt im Holz auf, nicht im Cambium. Tendenziell ist das Cambium dann am nahrhaftesten, wenn ein bisschen im fortgeschrittenen Zustand der Vegetationsperiode der Zucker im Phloem, also dem Bereich außerhalb vom Cambium, also quasi im Rindenbereich, im innersten Rindenbereich, wenn da der Zucker quasi runtersteigt, der ist dann nochmal zusätzlich etwas nahrhaft. Sehr nahrhaft ist da überhaupt nichts. Und die Zuckerkonzentration im Cambium ändert sich auch nur unwesentlich. Im Winter könnte sie ein bisschen geringer sein, als das eben während der Vegetationsphase der Fall ist. Aber das ist einfach halt so ein Gerücht, das hat halt irgendwer in die Welt gesetzt, der sich nicht so richtig krass mit Baumbiologie auskennt. Aber der Tipp ist ja trotzdem super, ja? Also da muss ja jetzt nicht hier so ein scheiß Klugscheißer wie ich daherkommen und dann jetzt sagen, dass die Hälfte nicht stimmt. Was man fürs Überleben braucht, ist das Wissen, dass man es abschaben und kochen kann. Punkt. Ja? Der Rest ist die Kür. Die Pflicht ist quasi also erfüllt. Ich finde das Heftchen cool. Sind auch noch ein paar Knoten drin, gar nicht mal doof beschrieben. Auch dieser sehr wichtige Knoten. Ein spezieller Zuschauer weiß jetzt hoffentlich, warum ich diesen speziellen Knoten hier jetzt gerade so unglaublich wichtig finde. Ich hoffe, der Richtige fühlt sich angesprochen. Aber ich denke da schon, dass du dieses Video dann jetzt auch wahrscheinlich hoffentlich siehst. Den muss ich mir also dementsprechend genau merken. Es sind noch diverse andere schöne Knoten drin.
generell ist zu kochen, ja, das ist natürlich wichtig, da ich ja nicht kochen kann. Ich kann schon kochen, nur so ein paar spezielle Ben-Gerichte halt. Und ich erweitere mein Portfolio, mein weiteres Gericht alle 5 Jahre. Ungefähr. Ich bin jetzt bei mindestens 6. Kann ja nicht jeder Outdoor-Fuzzi auf YouTube auch gleichzeitig noch gelernter Koch sein. Gibt ja genug von der Sorte. Das war keinsterweise Kritik. Ja, das ist schon cool. Also das ist wirklich cool, da sind so ein paar kleine Sachen drin, die fallen einem auch so gar nicht ein. Die sind also wirklich ein wertvoller Tipp, weil man da einfach jetzt nicht so dran denkt. Beziehungsweise ist es vielleicht selbstverständlich, wenn man das schon eine ganze Weile gemacht hat, diesen ganzen Outdoor-Krempel. Aber also das ist erstaunlich cool. Der Yps Verlag bringt übrigens seit, Moment, das steht hier auch irgendwie drin, das erste Yps Heft, das erste Abenteuerhandbuch gab es 1979 in Yps Ausgabe 195. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aus welcher Yps Ausgabe dieses hier stammt, aber ja, sehr cool, sehr, sehr cool. Und dann die beiden heimlichen Highlights, mal abgesehen von der Tasche, die Tasche ist ja auch großartig, die habe ich ja schon gezeigt, sind einmal dieses traditionelle Mora-Messer, also deswegen traditionell, weil das so quasi die Urform des, ja, Kindermessers will ich nicht sagen, aber des Messers ist, mit dem in Schweden quasi, ja, jeder Junge quasi mal rumgerannt ist und hantiert hat. Es ist saumäßig scharf, ich spare mir jetzt die Abrasiererei irgendwelcher Haare, insbesondere am Kopf, das sind zu wenig. Hier kann man auch lesen, Mora entsprechend, sauscharf, sicher ein ganz hervorragendes Schnitzmesser für irgendwelche kleineren Schnitzprojekte, dafür werde ich es auch auf jeden Fall mal hernehmen, aber fast ein bisschen schade, fast. Ich benutze aber jedes meiner Messer zumindest mal ein bisschen. Es macht sich auf jeden Fall ganz, 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 ganz hervorragend im Messerregal und gerade auch, weil das so ein traditionelles Messer ist mit entsprechender Geschichte, eben dieser Typ von Messer, das ist wirklich sauscharf. Freue ich mich da auch besonders halt eben nochmal drüber. Also gerade wenn man auch so ein bisschen Messer sammelt. Toll, toll, toll. Das ist der übliche Mora-Carbon-Stahl. Er hat hier auch so ein winzig kleines bisschen Flugrost, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Da sieht man wenigstens, dass es auch wirklich Carbon-Stahl ist. Und ja, das ist ein tolles Messer. Die Scheide finde ich auch ganz geschickt. Ihr seht, die ist hier so ein bisschen eingeschlitzt, dass man da mit der Parierstange quasi gut rein kann. Und sitzt bombensicher. Also es gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Auch der Holzgriff, also es ist einfach bemaltes Holz, rot angemalt. Vermutlich Birke. Von der Maserung, ja, wahrscheinlich Birke. Kann man jetzt schwer sagen, jetzt wo es bemalt ist. Und ich bräuchte auch ein größeres Stück, wenn ich es mit Sicherheit sagen wollte. Aber mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit, auf jeden Fall Birke. So, und ich glaube, jetzt sind wir fast durch. Eine Sache kommt noch und da habe ich eine Sekunde gebraucht, um dich nicht für wahnsinnig zu erklären, weil das wäre ja wirklich jetzt nicht notwendig. Da war kurz Unterbrechung, weil Speicherkarte voll. Ein Edel-Opinel. Also ich habe ja wirklich einen Haufen Opinels, aber ich habe noch kein einziges mit einer anderen Holzart als dem Standard-Buchenholzgriff. Und das ist ja wirklich was ganz, ganz Edles. Also ganz, ganz was Edles. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, welche Holzart das ist. Ich möchte da jetzt gar nichts zu sagen. Es ist auf jeden Fall eine edle Holzart. Ich gucke es mal noch nach. Also da schaue ich wirklich mal einfach im Holzbestimmungsbüchlein und gucke mal, dass ich das über meine Holzbestimmungsskills noch rausfinde, welche das ist. Ich möchte es jetzt echt nicht sagen. Und das ist so wahnsinnig poliert quasi, glänzend. Seht ihr? Also das ist krass, wie gut, da sieht man das Kameradisplay, wie krass glänzend das ist. Also das sieht mal richtig, richtig edel aus. Ich überlege, ob ich mir noch so einen kleinen Messerständer irgendwie bastel oder zulege, weil ich das dann so schön reinlegen könnte. Und ins Bücherregal. Ich habe im Bücherregal, das kann ich mal kurz zeigen, das Video ist eh schon ewig lang, ist auch schon egal. Habe ich hier so mein Utensilienregal. Da fehlen jetzt diverse Sachen, weil sie gerade in Gebrauch sind. Aber unter anderem liegt da für gewöhnlich dann vorn schön rum, zum Beispiel mein alter Bundeswehrkompass, der ja auch durchaus viel Geld wert ist. Ein altes Fernglas von meinem Großvater, also Professor Tüxen.
und noch so diverse andere Dinge, wo mir einfach ein bisschen das Herz dran hängt. Alte Messgeräte, ich habe noch ein Haarhygrometer da rumliegen. Schöne Steinchen, wo irgendwie mein Herz dran hängt. Aber wie gesagt, eigentlich ist es gerade woanders unterwegs. Und zum Beispiel liegt es da hinten auf dem Tisch. Und da gibt es diverse Fälle, die gerade nicht anwesend sind. Aber ist auch sauscharf. Uhuhu. Das ist der rostfreie Stahl übrigens. Das ist mir für so ein edles Messer auch lieber. Das wäre schade, wenn da jetzt Rost dran kommt. Ja, also ich könnte es auch als Anzugmesser gut gebrauchen. Ich suche noch nach einer Möglichkeit, ein entsprechend schönes, kleines, wo man mal niemandem Angst macht, Messerchen für in den Anzug packen zu finden. Weil wenn ich mal einen Anzug anhabe, habe ich immer das Problem, dass ich dann kein Messer dabei habe. Und dann brauche ich immer eins. Und für irgendwelche Kleinigkeiten, einfach mal einen Faden abschneiden irgendwo oder ein Stück Schnur oder was weiß ich, keine Ahnung, Paketle aufmachen. Ich glaube, das wäre eine prima Anwendung. Mit diesem tollen Spezialholzgriff. Also das ist wirklich ein wahnsinnig schönes Stück. Gefällt mir ganz ausgezeichnet. Noch einmal aufmachen. Aber dann ist auch wirklich Schluss. Haben jetzt alle gesehen, ne? Es schimmert. Ja, also ich kann es nicht oft genug sagen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und nochmal kurz eben zum Bushcraft-Sitz. Folgt in Kürze, sobald ich irgendwo entsprechendes Holz entdecke, mit dem ich da mal was arbeiten entsprechen kann und das Wetter einigermaßen mitmacht. Wir hatten ja in letzter Zeit auch viel Regen. Da habe ich auch keine Lust auf Bauprojekte. Also ich gehe bei Regen trotzdem raus, ich gehe trotzdem gern spazieren, Wald erkunden und so weiter, ist alles kein Problem, aber Bauprojekte, da brauche ich dann lieber gutes Wetter. So, aber jetzt wirklich hier Schluss, aus, finito, lasst euch nicht betüxen, habt ihr jetzt lange genug getan, macht's gut.